Tag legen und das ist, glaube ich, das Wichtigste in einem Mannschaftssport. Er ist ein komplett korrekter Mensch, er behandelt dann jeden gleich, ob der jetzt heißt Chuck Wolfert oder so irgendwie, das ist ganz egal. Ist er der harte Mann, als der beschrieben wurde, als der Schleifer Egon? Nein, ist er nicht. Er trainiert sehr hart und wir müssen auch sehr viel machen, das ist keine Frage, aber unter Schleifer verstehe ich einen, der einen unbedingt tot machen will im Training, wenn man so sagen kann. Und das ist er nicht, es gibt genug Pausen und zur Erholung und kein Problem. Links, rechts, jeder Schritt ist dran, jeder Schritt ist dran, jeder Schritt ist dran. Auf geht's. Ist Egon Cordes der Mann, der die Mannschaft motivieren kann, der man oft gesagt hat, dass sie sich nicht selbst aus dem Schlamassel ziehen kann? Ich glaube schon, dass der Egon Cordes der Mann ist, denn er zeigt uns vor, er macht beim Training die Läufe meistens mit, an der Spitze, er macht das Tempo und wenn ein Mann mit 50 Jahren das zusammenbringt, dann werden das wohl mir auch zusammenbringen. Haben Sie mehr Respekt vor einem, der da das komplette Übungsprogramm mitmacht, als von einem, der nur in der Mitte steht und pfeift und sagt, was jetzt zu tun ist? Ja, Respekt. An und für sich braucht man keinen Respekt vor einem Trainer haben. Es ist natürlich schön, wenn es einen Trainer gibt, der das mitmacht, weil das sicherlich nicht alltäglich ist. Glauben Sie, kaschiert er damit andere Schwächen, indem er sportlich zeigt, wie fit er ist? So gut kenne ich nicht, dass ich weiß, ob er andere Schwächen hat. Kann man den Wechsel bei der Austria vom Wiener Schlendrian zur deutschen Gründigkeit so einmal bezeichnen? Ja, sicherlich. Es ist, aber man darf das jetzt nicht so sagen, dass ihm die Vorgänger vom Herrn Cordes da eben da ein bisschen den Schlendrian walten haben lassen. Aber es ist halt so, er ist halt ein typisch deutscher Trainer und da lässt er halt solche Sachen wie ihm einen Schlendrian nicht einreißen. Nö, der Trainer ist gut, trainiert hart und das ist okay. Wir müssen trainieren hart und ich und mein Körper brauchen viel Training und das ist gut für mich. Deutsche sind so tüchtig, Deutsche sind stets korrekt, Deutsche wissen, wo es lang geht, Deutsche sind sehr direkt, Deutsche sind so penibel, Deutsche sind nicht besonders sensibel. Was fordern Sie persönlich von Egon Cordes? Ich glaube, er selber drückt das sehr gut aus. Er sagt, sein Ziel ist es, ordentliche Arbeit abzuliefern. Wir dürfen nicht vergessen, Sie haben es am Anfang gesagt, die beiden westlichen Clubs haben doch zugelegt. Wir müssen schauen, ob wir durch taktische und kämpferische Einstellung das egalisieren können. Ich glaube, einen Titel zu fordern in dem Sinne ist zu viel. Dass wir um den Titel mitspielen, ist aber selbstverständlich. Ein Titelgewinn wird für die Austria aus Wien nach dem Abgang von Spielmacher Peter Stöger und Goalgetter Ralf Hasenhüttl schwerer denn je. Und das, obwohl die Mannschaft noch genug Spielerpersönlichkeiten besitzt. Im Trainingslager in Grein ging es für viele um einen Stammplatz in Cordes Wunschelf. Auch für Andreas Ogris, der, was kann man sagen, übermotiviert trainierte. Sobald ich wieder vollkommen fit bin und auch körperlich vollkommen in sehr guter Verfassung bin, mache ich mir keine Sorgen, dass ich nicht spiele. Haben Sie Angst um einen Stammplatz? Nein. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Egon Cordes? Was ist der für ein Typ? Ein ruhiger, sachlicher Arbeiter. Ist das Training härter unter Cordes? Nein, anders. Wie anders im Vergleich jetzt zu anderen Trainern, die Sie schon erlebt haben? Typisch deutsch. Das heißt gründlich? Gründlich, hart und konsequent. Was darf man sich als Spieler überhaupt nicht erlauben bei Cordes? Beim Essen zu rauchen. Und zu spät zu kommen. Zwei Tage nach diesem Interview, Gewitterstimmung im Lager der Austria. Ogris, der den Zapfenstreich überzieht, fliegt aus der Mannschaft. Cordes zeigt erstmals seine eiserne Hand. Der erste Krach in der deutsch-österreichischen Arbeitsgemeinschaft. Ogris, der erst aus den Zeitungen sein K.O. erfährt, einmal ohne Wiener Schmäh. Adi Ogris, hat dir jetzt deine Aussprache gegeben? Ich habe nichts dazu. Wir haben über die Causa Ogris gesprochen und wir werden uns bemühen, für Andi Ogris einen Verein zu suchen. Vielleicht haben wir heute Vormittag zum letzten Mal Andreas Ogris im violetten Dress gesehen. Das Kapitel Ogris ist jedenfalls für die Austria beendet. Der Präsident, auch Mitglied der Geschäftsführung, ist über den Vorfall, der vergangene Woche stattgefunden hat, informiert. Und ihm ist auch bewusst, dass der Herr Cordes auf eine weitere Mitarbeit von Herrn Andi Ogris verzichtet.
Ja, eine erste harte Maßnahme des neuen Trainers und eine definitive. Richtig. Weil Sie wissen ja, dass nie wieder im Sport ist so oft gebrochen worden. Ja, okay, das nie wieder, das lasse ich auch immer im Raum stehen. Es geht nur darum, ich möchte auf diese Aussage eingehen. Also ich habe den Andi informiert über das, was ich da denke. Zweitens hat es im Trainingslager, in der ersten Etappe des Trainingslagers, eine Besprechung gegeben mit dem Andi Ogis und mir und dem Herrn Weber. Und ich habe ihm meine Kenntnislage wiedergegeben, was ich also gehört habe. Ich habe gesagt, ich bewerte das überhaupt nicht, was es also in der Vergangenheit war, sondern ich möchte einfach an ihn appellieren. So, ich habe ihn zum Müller-Wohlfahrt geschickt, Dr. Müller-Wohlfahrt nach München, habe ihn untersuchen lassen, damit wir keinen Fehler machen. All diese Dinge und habe ihn auch fest in der Planung gehabt, mit Sondertraining, all diese Dinge. Und dann haben wir eine Absprache getroffen mit der Maßnahme, Andi, so, das ist der Weg, der ist vorgezeichnet. Und an diese Vereinbarung ist dann nicht, oder ist, hat er sich nicht gehalten. Und das war die Konsequenz daraus. Und das heißt kategorisch, Ogris ist für Sie kein Thema? Er wusste das, wie ich reagiere. Ja, das hat also nicht nur im Raum gestanden, sondern es war eine ganz klare Aussage. Und ich meine auch, dass er das richtig verstanden hat und das ist Fakt. Und man hört, dass auch der Niederländer Ori nicht mehr im Team ist, stimmt das? Auch der war dabei und auch ihn habe ich also freigesetzt, kann man das so sagen? Ja, freigesetzt, die trainieren bei uns nach wie vor, aber das ist jetzt Sache des Präsidiums. Ist es sinnvoll, wenn Spieler, die Sie nicht mehr wollen, überhaupt noch weiter trainieren? Vergiftet das nicht ein bisschen das Klima? Überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen Andi, ich habe nichts gegen den Erik. Es geht darum, Sie haben gegen